Komm mal slow, lauf! Hier. Noch mehr Speed. Erhöhte Toxizität. Erhöhte Toxizität. Oh, den Fettfliegen hatte ich noch gar nicht. Diese Wegmarke. Die hatte ich auch noch nicht. Siehste, lohnt sich doch unser Spaziergang hier. Wurzeln, Moment. Ihr wisst ja, ich als Köchin. Hier sind übrigens zwei verdächtige Fässer, falls ihr die kaputt machen wollt. Ich habe immer noch meine alten Sammelwerkzeuge und ernteruinierte Pflanzenfasern. Ich glaube, das wird auch den Rest des Jahres sich nicht mehr ändern. Ja. Ich laufe schon mal vor, gleich ist nämlich Ladebildschirm. Dann habe ich einen Vorsprung. Ja, mach das mal. Aha. Was? Kein Sammelwerkzeug ausgerüstet? Ja, jetzt wird es langsam eng, ne? Zumindest mit den Hacken, aber... Oh, Level Up! Ist das nicht schön? Grazie! Jawohl! Kannst du denn jetzt mein köstliches Mahl zu dir nehmen? 55 war das, glaube ich. Ich bin jetzt 53. Oh! Ich wähnte dich viel größer, ja? Das macht deine Persönlichkeit. Das geht vielen so. Kaum habe ich mal Vorsprung, wird mein Ladebildschirm auch direkt doppelt so lange. Ich glaube einfach, das Spiel hasst mich. Bleib mal eben eine Sekunde stehen. Und ich habe jetzt Ladebildschirm. Ich bin jetzt schon raus. Ich bin auch schade, raus. Ich dachte, ich könnte jetzt noch schneller sein. Ich bin auch raus. Du möchtest dich gerne Fame fühlen, ne? Ich habe noch Ladebildschirm. Ich bin Fame. Haslo, das glaubt dir keiner mehr. Verteidigung. Guck mal, das Ding dreht sich voll schön, wenn er hier eine Drehung macht. Moment, was? Die laufen ja alle in mich rein. Ich bin ein Reh. Libby, was dreht sich denn? Warte, er muss sich erstmal drehen, dann siehst du das gleich. Du musst mir aber sagen, worauf ich achten muss. Ja, warte. Ja, was? Wieso dreht er sich denn jetzt nicht mehr? Egal, okay, dann nicht. Was soll sich denn da drehen? Das jetzt hat sich was. Du hast dich gedreht und dann ist das Röckchen nach oben geflogen. Ja. Heißer. Hossa. Schick, ne? Wollte ich mal erwähnen. Weiter geht's. Das ist ja ganz schön schneeig hier. Oh, das ist die Schaufler-Gegend. Diese böse Schaufler-Sache. Wo sind wir eigentlich? Oh, Schneekohlenhöhen. Achso, ich wollte eigentlich nach Löwenstein, aber jetzt laufen wir den ganzen Weg. Ja, ich habe extra gefragt. Ich habe gesagt nach Löwenstein. Ach, ich höre dir doch nicht zu, das weißt du doch. Ist ja auch egal, je mehr wir laufen, desto mehr Spaß haben wir. Sehe ich eigentlich auch so. Achtung! Kurzer Halt, Zwiebeln. Achtung, Zwiebeln! Meine Augen müssen brennen. Feuer. Macht gibt mir recht. Deshalb bleibt ihr extra stehen wegen Mund Zwiebel? Naja. Du bist doch auch jemand, der gerne in der Küche was Tolles zaubert, oder nicht? Ja, aber wenn man da schon 6000 Mund Zwiebeln da in seine Bank gelagert hat, oder so. Ja, dann schickt man die alle. Der liebe Belda, denn die kann daraus tolle Sachen kochen, ja? Welch Raffgier. Mich bringt nichts zu fallen. Muss man drüber? Nein, da muss man nicht drüber, da kannst du auch drauf rumlaufen. Doch, da muss man drüber. Und top. Wir sind die Springer auf E5. Mach mal das R weg. Die Spinner? Meinst du das? Nein, sowas würde ich nicht sagen.
Komisch, ich habe jetzt gerade ein Level up gehabt. Katzi! Oh, diese blöde Scheiß. Nur beim Laufen. Ja, ich beim Erkunden halt, ne? Neues Gebiet gibt XP, Level up. Ist das nicht schön? Das hier ist übrigens auch direkt von der Flamme Frost Erweiterung. Ah ja, ja, das genau. Ist... Die habe ich auch schon gesehen. Die bösen Dinger muss man umhacken und dann. Was muss man umhacken? Ich hab noch gar nichts gesehen. Periskop. Dann kann man das hier untersuchen. Und bekommt einen Audioeintrag von akustischem Periskop. Und den kann man abgeben. Wo? Da kommen wir noch vorbei. Da kommen wir noch vorbei. Haben jetzt alle den Audioeintrag bekommen? Ja. Rottgas, hat meine Zeit lang alles gesammelt. Ich mache eben die Wegmarke frei. Ich auch. Ich verkaufe das Zeug immer. Also ich bin da nicht so der Typ, der sich da das alles voll für. Sammelt. Nein, ich meine jetzt hier Sammelzeug, nicht die. Ja, da gibt es so viele Sachen. Hm. Hier das und das, Herr Blink, in da und da. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit hier so. Die ist aber, runter. Wenn ich mich nicht irre, unter Wasser. Dann nicht, dann lassen wir sie. Habe ich auch lange gesucht. Da ist wieder so ein Periskop. Sehr schön. Ein Audioeintrag. Die finden wir auch in Aliens Colonial Marines ab und zu. Ein Audiolog, ja, das ist wahr. Mich erinnert aber die Landschaft eigentlich an jetzt. An Aliens Colonial Marines. Nein, an das Wetter ja, draußen. An den nicht enden wollenden Winter dieses Jahr. Das stimmt. Da vorne kommt uns eine Karawane entgegen. Wollen wir die karawanisieren? Oh, oh, oh. Die sind ja ganz arm dran, diese Karawanenser. Achtung, ein Wolf. Ein Wolf kommt selten allein. Willst du jetzt echt bis nach hinten begleiten? Nein. Vielleicht kriegen wir ja noch unseren Anteil ab, während wir hier durchrennen. Mich bringt nichts zu Fall. Mir ist das egal. Ja, einfach weiter jetzt. Eine Händlerin. Allein unterwegs. Ist ja tapfer. Fernrohrverkäufer, du gehst davon auch. Zwei doofe Eingedanke, was, Bälder? Das Fernrohr hätten wir vielleicht sogar noch nehmen sollen, aber egal, machen wir dann nochmal. Wir haben ja noch so viel zu erkunden, Freunde. Das eine ist ja Straßensperre. Hoppala. Und eine Schneekirsche. Jo, die hole ich mir zuerst. Ich nicht. Ich bin ja nicht so für Gewalt und so. Kennt klar, glaube ich dir. Glaube ich dir sofort. Wer ist er denn hier? So, Straßensperre weg. Aber die Straßensperrer sind noch nicht alle verschwunden. Mein Anteil schon. Das zählt auch alles für die Herzquest hier in diesem Gebiet. Weiter geht's. Na, kommt alle her, meine Freunde.
Wälder, dir geht's auch wieder gut, schön. Hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Oh. Vorne ist noch so ein bisschen Riesenviechzeug. Aber die tun ja eigentlich nichts, ja? Ah doch. Leider doch. So, hauptsächlich liegen sie im Weg rum. Meine Herzquest ist fast voll. Vielleicht können wir hier noch eben. Du kriegst da noch eine ganze Menge, wenn du den Weg entlang gehst. Da mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das reicht. Ja, deswegen. Doch, das weiß ich sehr sicher. Da mach dir mal keine Sorgen. Na gut. Na, siehst jetzt habe ich voll. Das ist ja eh. Ja. Also, ihr müsst da wirklich nicht ins Feld reinspringen. Das kriegen wir auch so. Verdorbenes Eisfragment. Ja, sowas hatte ich auch mal. Mein Gott, ich kam den ganzen Tag nicht mehr vom Klo runter. Keine schöne Sache. Alles klar. Eismann oder? Ja, nee, nicht vom Eismann. Vom Bofrostmann. Nee, auch nicht. Weitere Barriere, verdorbenes Eis. Natürlich sprenge ich sie ohne Probleme. Aua! Oh Mann. Das wird mir gerade ein bisschen unangenehm hier. Mir auch. Ach was. Nee, ich muss auch nochmal hier. Eiskristalle machen kann ich auch. So, und Kavuff. Haha. Fress meinen Staub. Hört ihr gar nicht mehr auf mit denen. Ich sag ja, davon gibt's genug. Mal zu Feuer geswitcht, einfach um mein Damage-Output ein bisschen nach oben zu schrauben, damit wir auch mal durchkommen. Na komm, da hinten brauchen wir ja nicht lang. Gibt's auch verdorbenes Eis ohne Ende. So. Hier steht Straße gesperrt. Da haben wir Pech. Müssen wir ein andermal wiederkommen. Schade. Oh, ich bin eingefrostet. Komisch, wie schnell so ein Spiel zu Ende geht, wa? Welches Energie? Hätten sie die Autobahn nicht vielleicht praktischerweise ein bisschen woanders lang gebaut? Noch so einer. Ich dachte, das wäre der letzte. Oh. Sehe ich da was für ein Champion? Ja, ich auch. Ist doch schön. Nehmen wir alles mit hier.